Willkommen zurück, meine kleinen Biatches, und willkommen zurück zu South Park The Stick of Truth. Fernseher aus. So. Wird den Fernseher geguckt, wird was gezockt hier. Ich hoffe, wir sind im richtigen Haus. Gesundheitstrank. Panflöten-Dingensbummens. Waren wir hier nicht schon mal drin? Kommen uns bekannt vor. Was ist hier los? Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Okay, mach ich. You fucking stirb! Die Kacke, die gepinkelt hat. Stan. So, this is my room. I'm never coming out. Ah ja, der sitzt immer noch drin. Okay. Unterhose. Okay, ja, ich schwöre dich an. Ah, das haben wir uns schon aufgeschrieben gehabt, genau. Oder zumindest habe ich das in der ersten Aufnahme aufgeschrieben. Bild von Wendy. Stan, hast mir da etwas nicht erzählt? Stans Schmutzbad, Sparky-Line, Seaman Actionfigur, Schulbuch, Taschenrechner, Stan-Punkt. Armband, okay. So, hier noch irgendwas? Gothic Horror Board Game. Mich hat der mehr so, der Dinosaurier interessiert. Aber sonst gibt's hier auch, da. Yay! Cool. Why not? Oh, mein Fernseher will ausgehen. Moment. So, einfach kurz auf den Knopf gedrückt. Down on that side is where my parents sleep. And across from that is the cave of the She-Ogre. Die Höhle der Ogerin. Okay. Okama Gamesphere. Wir gehen jetzt mal hier rein. So. Shake, Gewicht und Geld. Und hier haben wir noch das Schwert der tausend Wahrheiten aus der World of Warcraft Folge. Kann ich nur jedem empfehlen, diese Folge mal anzugucken. Werde ich, denke mal, nach dieser Aufnahme hier tun, wenn ich es nicht vergesse. So, und dann geht's in die Höhle der Ogerin. Los geht's. Give me back my iPhone, Demon! You little turd! I've brought help! Let's see you try and take us both! Ah! Oh, fuck. Your days are numbered, She-Ogre! Okay. Wir haben nicht unseren Chinesen. Wo ist unser Chinese hin? What is the ja, tut mir leid, ich bin gerade am Testen. Halt, wir hatten jetzt hier die Damage-Steuer verbessert. Okay, probieren wir es mal die aus. Und los geht's. Bam! Die hat 5000 Leben, willst du mich verarschen? Was hat denn der für Todesmarkierung? Was tut der da? Go, boy! Oh, scheiße. Stans Schwert. Drück A, wenn du den Ding siehst. Bams. Autsch. Okay. Zerschmetterungskeule, Strahlenwaffe. Haben wir die nicht verbessert gehabt? Bin mir sicher. Bam. Es könnte ein langer Kampf werden. Es könnte ein sehr langer Kampf werden. Diskurs der Macht. Stan wirbelt einen tödlichen Diskurs auf das Ziel. Der Diskurs kann zu zufälligen Zielen weiterfliegen. Oder Stan wirkt ein sich drehendes Schwert, das mehrere Feinde trifft. Ich dachte, das macht mehr Schaden. Drücke A wiederholt, dann X, wenn du... Okay. Bam! Das ist ja geil. Wow. Ja, man sollte das ausreichend nochmal üben. Los geht's. Und... Bam. Ein paar Buffs hat sie schon. Was hast du noch so Schönes? Na, kann ich jetzt nicht gerade. Ah nein, nicht Todesmarkierung nochmal. Hallo. Hi. Was haben wir noch so für Begleiter? Ach ja, wir haben noch den... Ah. Machen wir Jimmy. What, that's it? Ja, das war's. This will be my greatest performance. Greatest performance. Bam! Ja, ja. Kleines Mistvieh. Bluter. Bam! Perfekt. Jimmys Armbrust. Power Accord. Fähigkeiten sind Lied der Buffs. Jimmy singt ein Lied, das Feinde schwächt, aber die Gruppe stärkt. Jimmy singt Feinden
in den Schlaf und verhindert, dass sie etwas tun können, wirkt, bis sie Schaden nehmen oder von selbst aufwachen. Das Feinde schwächt. Was hat er noch so? Power Cord. Ach so, okay. Und ich hatte die Armbrust, ne? Machen wir erstmal die. Naja. Timing. Junge, du hast ja kaum noch Leben. Was machst denn du? Sag mal, was ist denn los hier? So. Fähigkeiten. Judenjitsu. Und los geht's. Ah, spam, 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 spam. Bam. Okay, die Hälfte haben wir schon mal fast weg jetzt, ne? Jetzt könnten wir theoretisch mal hier sein Lied der Buffs machen. Drücke wiederholt A, wenn Jimmy zur Stadt beginnt. An amazing feat of skill. There once was a maiden from from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she said up her. The maiden Mama. From Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Wow, what a terrific audience. Oh ja. Au. Alter, hier. Ja, das war's mit Jimmy. Jimmy ist tot. Wir bräuchten einen neuen Begleiter, bitte. Einen neuen Begleiter. Ein neuer Begleiter in Kasse 4, bitte. Okay, das ist echt ein Überkampf, ne? Der hat's doch schon ganz schön in sich. Muss ich sagen. So, wir hauen jetzt einfach mal richtig drauf. Bam! Perfekt. Au! Oh, scheiße, er ist schon wieder tot. Könntest du bitte mal wieder aufstehen? Und dich da unten rumchillen? Danke. So. Wollen wir sie mal ein bisschen schwächen, würde ich sagen. Womit haben wir die nochmal betäubt gehabt? Wo waren das? Hiermit, ne? Scheiße, das war zu spät. So. 2400. Ich würde gerne mit Leiter wechseln, das bringt so nichts. Ich würde gerne nochmal das Einhorn auf sie wirken. Hallo Kenny. Na du? Alles viel im Schild? Bei mir nicht so. Wieso? Schau dir den Ogre an. Nein, nicht Heiltrank. Ich möchte bitte einen Machttrank. So. Ist doch viel besser. Und mit dem Machttrank kann ich dann nochmal eine schöne David-Schleuder auf sie wirken. Obwohl das hier schon mehr Schaden machen könnte. Papp, papp, papp. Weg sie. Naja, so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Bam! Also gegen mich hat die nie eine Chance, ne? Aber gegen die anderen, die macht sie irgendwie mal platt. Okay, Einhorn! Hey! Einhorn ein Sturm! Irgendwie liebe ich diese Attacke. Tut mir leid, aber ich finde die aber zu awesome. Los geht's! Bam! Das hat ja auf jeden Fall immer ordentlich was abgezogen. Hallo! Weiter geht's! Und jetzt nochmal den hier. Oh, ich war fast tot. Verdammt. 60%? Nur 60? Wieso ist nur 60? Habe ich einen da komplett auffüllt? Sie kommen bestimmt für die Lernende. Lass ich noch einmal angreifen. Er wird Angriff und Abwehr. Wir machen erstmal hier einen großen Gesundheitstrank, bitte. Nom 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 nom. So, und jetzt könnten wir theoretisch nochmal. Geht nicht, könnten wir theoretisch nicht. Einfach mal draufklippen, würde ich sagen. Scheiße. Das war die falsche Tasse. Alter, hat die einen Wumms, sag ich euch. Ja, das war's mit Kenny.
Nom 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 nom. Bah. Ja. Ja. Was machen wir jetzt? Wir können theoretisch mal das neue Zeug ausprobieren, was wir hier haben. Wo war das? Ein Tempotrank. Okay, jetzt kann man nicht zweimal angreifen. Okay, los geht's. Eins. Perfekt. Erneut angreifen. Bam! 965 noch. Alter, was ist das? Das war ein Tampon. Oh nein. Was sind den rausgezogen? Sorry. Verzauberung? Verzauber sie mal bitte, Kenny. Wie bitte jeder auf Kennys Brüste steht. Naja, Brüste. Nimm mal ein paar Brüste. Hast du noch ein paar Punkte über? Ja, lass mal König einen glücklichen Kuss. Kenny knutscht deinen Feinde ab, um sie völlig aus der Bahn zu werfen. Das Ziel ist angewidert. Komm, mach mal. Halte A, bis Kenny funkelt. Kretze! So. Wir bräuchten mal einen Machttrank. Am besten großen. Oh. Wir sind angewiesen, wir können nichts essen. Ja, das ist natürlich suboptimal. Okay, dann machen wir das halt. Bam! Boah. So. Okay. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir bräuchten mal bitte einen Gesundheitstrank. Kann nicht. Scheiße. Okay, Kenny. Okay, Bogen. 125, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Okay, muss keinen Fehler machen jetzt. Ne? Bam! Ja, Mann! So läuft das. Take mein iPhone again. And I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! Oh, ich bin die Tampons schon leicht ekelhaft, ja. Zum Glück habe ich ja vorhin nichts gegessen. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Ja, so schlimm wär's dann doch nicht, aber naja, ich bin schon was vor. Wohl. Wie kommt man da rein? Frage ich mich. Hm, egal. So, was ist jetzt unsere Quest? Die haben wir jetzt erfüllt. Wir gehen jetzt nach diesen. Hier würde ich sagen, wir gehen jetzt hier in den Weg hoch. Und dann gehen wir hoch auf den Spielplatz. Da ist nichts mehr. Es ist jetzt schwierig, das ist die dritte Aufnahme und ich weiß nicht. Teilweise, was ich schon gemacht habe und was nicht. So. Bitteschön. Dankeschön. Nicht? Okay. Na. Gehst du? Na. Gehst du? Hey! Ist doch Karls kleiner Bruder. Ja, das bist du. Hallo, ich möchte gern da. Danke. Einmal hier hoch, bitte. Schade. Nimm mal den Deinmann dir. Schädel! Ah, so. Mal gut, Kreuzchen, Kreuzchen, Kreuzchen. Oh, sind schon unten, okay. Was machst denn du hier? Komm, play hide and seek with us. You're it! Die Kleinen machen mir immer noch Angst. Aber richtig. Schade. Nichts Besonderes. Wo jetzt? Jetzt haben wir das nämlich abgeschlossen.
Jetzt können wir hier rüber gehen und müssen das Lavas Paket abliefern und dann hier rüber das Menschenmänner zerstören. Okay. Ist jetzt eine sehr lauflastige Folge. Aber hey, dafür haben wir gerade die Ogerin besiegt. Ist auch ein abgestürztes Raumschiffteil. Wir müssen echt mal da vorbeigehen, ne? By the way. Bitteschön. Einmal rein hier. Weiß ja nicht, wo der liebe Stan ist, glaube ich, ne? Da hin wollte, aber naja. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. Ach so, wir müssen dann wieder... Okay, ja. Wir müssen jetzt zu dem Chinesen-Typi da ins Geschäft gehen. Wo ist denn hier der nächste... Schnellreise, da oben müssen wir eh hin. Komm, laufen wir mal hoch, wa? Ach, verdammt. Ich wette, wir können uns immer noch ducken. Definitiv. Hi, wir brauchen was. I'll give you a good price. Okay, dann machen wir. Feinheiten. Das und das. Ausrüstung. Goss. Ein Durak, ein verschwitzter Stürmer, Trainingshandschuhe. Wir brauchen Güter, brauchen wir nichts. Okay, dann ziehen wir uns mal kurz um. Natürlich sehr schade, aber naja, was soll's. Jetzt machen wir gleich. Wir gehen erstmal zum Dings. Wir müssen ja jetzt eh hier einmal kurz durch. Und dann gehen wir hier hoch, weil wir müssen oben zum Dingsbums. Something about this place reminds me of Jimmy. Ein Jimmy. Wieso? Hm. Wo sollten wir hier nochmal hin? Wir sollten hier irgendwo was holen. Ich weiß nicht mehr genau was. Gore treffen. Ich sprich mit Farmer Bill auf der Farm. Wo ist Farmer Bill? Ist er das? Oh, you founded me. Nee, das war er nicht. Aber wir haben ein kleines Kind gefunden. Ja, immerhin. Farmer Bill? Farmer Bill. Farmer Bill? Hier drin ist er nicht. Nee, da oben waren wir ja schon mal. Nee, komm, können wir da runter gehen. Wo ist Farmer Bill? Müssen wir vielleicht klingeln? Hey, geh mal weg da. Ne, es geht aber auch nicht. Hm. Wo ist der Farmer? Verdammt nochmal. Ist aber auch merkwürdig, ne? Geh ein Bündnis mit den Goths ein. Ja, dann müssen wir mal das hier machen. Dann müssen wir das. Kauf einen Goth mit und setze sie auf. Kauf ein paar Goth-Handschuhe. What outfit? Päckchen Zigaretten brauchen wir auch noch. Ach, das kann ich. Muss ich gar nicht mit dem linken Stick. Ich kann mit dem rechten Stick machen, okay. Also natürlich sehr vorteilhaft. Na egal, komm. Gehen wir runter. So. Dann ziehen wir uns jetzt mal schnell um und gehen runter zu den Ghost Kids, soll ich sagen. Und zwar müssen wir dafür einmal hier die Goth-Mütze anziehen. Du erhältst Individualität durch Beleidigung anderer. Ja, genau. Goth-Kostüm. Goth-Handschuhe. Da machen wir so einen richtig geilen Bart dazu noch. Hier haben wir nichts dazu, das hat super. Guck mal, das passt doch super dazu. Nee, hey, komm, machen wir. Oh yeah. Schwarzer Eyeliner. Oh Mann, sehen wir merkwürdig aus. Und die Haare brauchen wir natürlich auch noch.
Haben wir jetzt alles angelegt? Okay. Yep, haben wir auch. Haben wir auch. Okay, wir gehen jetzt mal kurz rüber zu Al Gore. Ich hoffe, es kommt kein Kampf, weil wenn es ein Kampf kommt, sind wir am Arsch. Laden. Der hatte keinen Ton. Okay. Wir sollen jetzt den Schweinebämmern finden. Erreiche einen idealen Punkt unter das Hauspark um den Defibrillator. Da weiß ich schon, wie lang müssen. Wir haben doch da schon mal eine Kanalisation gefunden. Und ich wette, da müssen wir lang. Super Secret, keep out. Scheiße. Brauchen wir Schlüssel für. Und hier ist irgendwo keiner, ne? Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Back again, Junior Al Gorian. Have you found somewhere in the sewers to put the defibrillator? Nee, ich suche deinen Schlüssel. Oh, hier scheint nichts zu sein. Müllhammer schätze ich mal da nicht. Nope. Gut, dann gehen wir so runter erstmal zu den Goss-Kids. Was hatten wir hier noch? Ach ja, genau. Da brauchen wir einen anderen Schlüssel für. Könnten wir. Danke. So, hier muss eine Schnellreiseflagge sein, genau. Und dann machen wir uns rüber zu den Goss-Kids. Einmal bitte nach. Ja, wir gehen hier hin, würde ich sagen, erst. Und von da aus reisen wir dann da runter. Weil wir müssen ja hier noch den Typen wieder rekrutieren. Damit wir den dann wieder als Waffe haben. Hey, guck mal hier. Ja, ich auch nicht. Kannst du mal sehen, Kleine. Citywalk. Citywalk. So. Halt, 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 halt. Entschuldigung. Einmal ansprechen. Haben wir ihn jetzt schon? Schätze mal, ne? Okay, Miniaturgong. Sehr gut. Und jetzt müssen wir einfach hier vorne irgendwo runtergehen. Irgendwo hier rechts ist das anscheinend. Geht immer noch nicht, ne? Merkwürdig. I gave Butters the best wet willy over there one time. Hier sollen wir runtergehen. Okay. I saw a kid who looks just like you, except he had a big ugly nose. Okay. Gut zu wissen, mein Lieber. Die Ladebildschirme, die regen mich ab und zu ein bisschen auf hier. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Wir brauchen nicht mal die Beine bewegen. Halt. So, da hätten wir es nämlich auch mal jetzt endlich. So, den hatten wir eh. Das da hinten auch. Jetzt sollten wir gleich bei der Schule sein und da ist sie auch schon. Hallo meine neuen Freunde. Ja, wie geht's euch so? Also, ich meine den Ladebildschirm. Das ist mein Freund in jedem Spiel. So. Ja, die geile Musik hier. Sieht aus wie ihr. Find your own pit of despair. God. Ich hab die Zigaretten vergessen. Oh, ich bin blöd. Scheiße. Mal gucken, wo wir die Zigaretten herkriegen. Ah, dann müssen wir, glaube ich, hoch zu, zu Jimbos Waffenladen. Shit. Nein! Ja, müssen wir. Wir müssen hier nochmal hoch. Oder wir finden zwischendurch mal Jesus. Können wir machen. Wir gehen jetzt Jesus finden. So. Und sobald wir Jesus haben, ist die Folge um, würde ich sagen. Eigentlich fast. Da draußen war noch ein Menschenwappen. Die müssen wir auch noch fertig machen. Jesus. Ich habe ihn doch gehört. Jesus? Jesus. Titte. Okay. Wo ist er? Jesus?
Jesus, wo bist du? Da versteckt sich gerne. Jesus? You found me. Jesus! Next time finding me won't be so easy. Du hast Jesus gefunden! Yeah. Kehre zu Priester Maxi zurück. So, dann machen wir hier nochmal. Falsch. Patsch. So. Dam. Hier liegt noch was. Lass mal liegen. Ja, yeah, mit Flammen durch den Rennen. Das war voll Spaß. Ja. Ladebildschirm. Ich mag Ladebildschirme nicht. Vor allem, wenn man von einem in den nächsten rennt. Sehen wir schon im nächsten. So, danke. Coming soon, Summer 2014, Taco Bell. Ja, Taco Bell ist damit jetzt gestorben, ne? Das war's dann wohl mit Taco Bell. Ja, wir müssen weiter. Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Not the girl kind again. Yeah, they're slibs. Smoke too if you're such a big bad asshole. Okay. Was dahin passiert? Das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt South Park, The Stick of Truth. Habt ihr wieder gefreut, dass ihr dabei wart und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.